Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme von Savage Land. Und wie man sieht, ich bin nicht alleine, nicht mehr. Ich bin jetzt wieder zusammen mit den Extreme Zockt. Hallo. Ja, in der letzten Folge, ich wollte euch einfach nochmal vom Start aus anzeigen, wie wir es gemacht haben. Und deswegen bin ich von der alten Insel auch direkt noch zweimal hierher gelaufen. Oder liegt gegen einer Besoffene? Also ich sehe den Tod noch. Ich auch. Aufstehen. Ich steh auf, Junge. Ist schon morgen. Oh, jetzt ist er. Ups. Ja, wir sind zweimal gestorben. Es hat sich leider wirklich nicht gelohnt. Nein. Und ja, eigentlich war es relativ sinnlos, bis zum Zeitpunkt dieser Spielversion eigentlich hierher zu kommen. Es sei denn, die Skelette geben irgendwas, was man eventuell später brauchen würde. Richtig. Oder es ist einfach nur ein Ort, wo man die Skelette messen kann. Die sollten zumindest irgendwann vielleicht mal Loot dahin machen, dass sich das wirklich lohnt, sich da durchzukämpfen. Weil so ist es da wirklich dieses Dorf eigentlich voll ohne Sinn. Ja, es sah zwar nice aus, war auch lustig zu erkunden, aber halt so eine Gefahr in Kauf zu nehmen, um letztendlich dafür nicht zu kriegen, das ist, ja. Bisschen faul. Aber immerhin haben wir jetzt hier zweimal Kupfer bekommen. Wir wissen, hier ist Kupfer zu finden. Ja, aber was machen wir als nächstes? Erkunden. Aber die Frage ist, wo? Ich bräuchte auch wieder Kotten. Vielleicht sollten wir mal einen Halt hinten bei diesem Bauernhäuschen da machen, wo die Kottenfarm ist. Ja, du meinst bei diesem sicheren Haus, wo der Wagen rumläuft? Na klar. Genau das Haus meine ich. Also, wo der Wag für uns das Grundstück bewacht. Genau, und der Hauswag. Ist das Kohle? Ja. Ja, Kohle ist aber auch sehr wichtig. Wir haben nämlich nicht mehr so viel. Ich besorg mal schnell Kotten. Weil das ist also sonst zum Kotten. Hahaha. Verstehe ich nicht. Ja, es ist immer noch spät. Es wird natürlich auch immer noch später. Und keine Sorge, Freunde, das Niveau sinkt. Richtig. Versprochen. Kann ich im Heuballen verstecken? Mal eben so eine Abkürzung zu machen, geht ja auch nicht, aber naja, irgendwie schon. Da hinten hattest du da hinten geguckt, weil ich sehe da auch was. Was ist das? Was bist du? Sei Kupfer. Nein, das ist Kohle. Ja, Kohle ist auch gut. Also Kohle und Kupfer ist jetzt sehr wichtig. Ich wundere mich schon die ganze Zeit, ich habe mich beim Stein nicht gesehen. Ich denke, warum wird mir dein Name da angezeigt? Bist du so getan? Ja, das habe ich jahrelang geübt. Oh, hier ist nochmal was. Was bist du? Kohle. Ja, ist okay. Also Kohle, wisst ihr ja selbst, brauchen wir ja für alles Mögliche. Sprich, wenn wir die Werkzeuge machen, wenn wir Kisten machen, wenn wir Rüstungen machen, also Kohle braucht man immer. So. Hab ich schon erwähnt, dass die Freezes mich ein bisschen nerven? Ja, ich muss auch sagen, gab es in letzter Zeit schon mal ein Update, weil ich nicht mitgekriegt habe, weil es läuft irgendwie ein bisschen unstabiler als sonst, muss ich sagen. Nicht, dass ich wüsste. Oh, was ist das denn? Das ist ein Bär. Oh, da hinten ist ein Büffel. Wo? Links, da hinten ist ein Büffel und rechts, da ist ein Bär. Büffel! Das ist noch ein Büffel, der ist gerade da gespawnt. Alter, geiler Büffel. Wie, du greifst mich an, du Missvieh. Du gehst da einfach hin. Ach, die kannst du ja wirklich so jagen. Pass auf, der Bär, ne? Ist in der Nähe. Ja. Alter, wie der teleportiert und einfach hin und her schwenkt. Alter, wie du aushältst. Wilde Büffeljagd. Bei mir. Büffel ist tot. Oh oh. Nein, pass auf! Alter! Wow. Das ist so klein, klein. Ja, aber trotzdem, ich wusste ja in erster Linie nicht, was das ist. Ich habe nur was gesehen. Da ist es noch ein Büffel. Was hat ein Büffel jetzt überhaupt gegeben? Ich habe den so schnell gelootet. Weil ich Angst hatte einfach nur. Ich hatte einfach nur Angst. Ich auch. Oh, hier sind ja überall Büffel.
Oh, und ein Bär ist zwischen dem Büffel, das ist gefährlich. Das ist eine Büffelfarm. So, der ist tot. Ich gucke jetzt mal, was hat er denn? Achso, du bist schon. Er hat ein Animal Bone und ein Raw Cow Meat. Aha. Nicht mal Hörner. Ich hätte jetzt, ich krieg ein Horn. Da hinten ist ein Bär, Vorsicht. Alter, ne? Guck mal, das ist ein Bär mit so einem komischen Maske drauf. Da hinten, siehst du den? Ja, ich würde da aber nicht. Hallo? Ich denke können mal, der greift an, sein? Ne? Also ich gehe fest davon aus, dass er angreift. Ich würde ihn so gern aus der Nähe mal sehen. Ja, kannst du jetzt. Oh, was? Oh. Oh, scheiße, der ist verdammt schnell. Okay, wir sind tot. Okay, es war schön mit euch. An dieser Stelle werden wir auch die Folge beenden. Ob wir überleben werden, was? Nein, Quatsch. Deshalb drehe ich mal oben und schau mal, ob er noch hinter uns ist. Nein. Kannst du ja gerne machen. Ja, ich mach. Natürlich ist auch hinter mir. Na klar. Wo bist du gerade da? Ich bin so mutig und drehe mich um, weißt oh, du? Oh, komm zu mir! Okay. Extreme, das ist unsere Challenge. Wir müssen ihn umbringen. Ich habe ihn schon ein paar Mal angeschossen jetzt. Wo ist er? Er läuft weg. Hallo, hier bin ich. Wo ist er? Er ist hinterm Haus. Bär? Bärchi! Ich würde gern ein Glücksbärchi sein. Das wäre wunderbar. Ich hab ihn gehauen. Ich hab ihn gehauen. Extreme, treff ihn. Treff ihn. Ich schieß auf ihn. Treff ihn. Ich hab ihn ein paar Mal angeschossen. Ich sehe ihn nicht mehr. Er ist hinter dir. Er ist immer noch hinter dir. Er will mich. Heute gibt's kein Spawn-Bee. Heute gibt's kein Spawn-Bee. Verdammt, der ging daneben, der Schuss. Hallo? Der ist immer noch hinter dir. Bist du immer noch sauer auf mich? Und wie? Alter. Ich hab keine Pfeile mehr. Mhm. Ich dreh mich jetzt nicht um. Nein. Ich weiß, dass ihr euch freuen würdet, aber ich werde mich nicht umdrehen. Der ist immer noch hinter dir. Der ist Alter, der ist richtig groß. Ich kann gleich nicht mehr laufen. Okay. Ja, er rennt. Das sieht aus. Das sieht so bescheuert aus. Ich weiß nicht, was soll ich denn jetzt machen? Ich weiß nicht. Rette mich. Kann ich Pfeile craften? Kann ich? Ja, ich kann noch Pfeile machen. Wo ist mein Bogen? Ich hab mich auch ein Pfeil. Ja, wer hat den Bogen wegspawnt? Gute Idee. Sollten wir nochmal drüber nachdenken? Oh! Wo seid ihr denn? Ich renne wieder zur Farm, ne? Also. Nein, wieso? Ja, oh, das war knapp. Das hat sich. Er wollte die sogar hauen gerade. Oh, das hat sich auch sehr nah angehört. Er rennt jetzt wieder ums Haus herum. Mhm, da ist auch noch ein Wag, der kommt bestimmt auch gleich mitspielen. So, wo bist du denn, mein Freund? Komm mal her. Ich habe einen Pfeil. Mit dem werde ich dich jetzt umbringen. Ich habe ihn bestimmt schon 5-6 Mal getroffen. Wo ist er denn? Da. Nein, wir können doch drüber reden. Geil, ich schieße ihn an, der ist sauer auf dich. Nee, ich habe ihn auch getroffen. Achso, okay. Dann ist er zu Recht sauer auf dich. So, ich warte jetzt hier mal, bis er wieder rumkommt. Tja. Er will aber nicht rumkommen. Wieso nicht? Oder kommt er jetzt? Doch. Hä? Jetzt wird er wieder langsam. Jetzt hau ich ihn gleich einer mit dem Hammer drüber, du. Ich muss mir aber erstmal eine, so mutig ich bin, eine Bandage machen. Hier komm, ich lock ihn. Ja, ich brauch aber erstmal. Hallo? Kleines süßes Bärchen. Komm und lass dich streuen. Was? Ist gar nichts los? Nein, ich laufe nicht weg. Nein, wieso? Ich rette dich. Extreme, extreme. Ich bin ja schon hinter dir und dem Bär. Ja. Oh! Das würde ich jetzt echt mal gerne aus Third Person sehen, weißt du, wie ich vom Bär weglaufe. Jetzt rennt der Bär hinterher. Wegläuft und du mit uns spielen möchtest.
Jetzt ist er hinter dir. Warum bist du nicht hinter mir? Nein, er ist hinter mir. Da 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 da. Da 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 da. Ah, den muss man doch besiegen können, verdammt. Alter, wer, was stimmt nicht mit dir? Bleib doch hier. Oh Mann, wir wollten doch produktiv sein. Ja, sind wir doch. Ach, Bärchen, bleib doch. Warum, wieso läuft der? Ich verstehe die Monsterdynamik nicht. Ja, die KI ist atemberaubend. Okay, jetzt reißt mir, Junge. Junge, jetzt vorbei. Wollen wir nicht einfach mal versuchen, auf den einzuschlagen? Halt die für eine gute Idee. Oh, ich bin tot. Und der Bär auch. Raw Beer Meat. Beer Pelt. Animal Bone. Beer Claw. Und Elfpfeile. Aha. Ich hab wieder Pfeile. Ja, das sind die, die ich wahrscheinlich in den reingeschossen oder wir in den reingeschossen haben. Ich wollte ja nur noch mal die erste Insel zeigen. Das sind zwei Skelette mit Hammer und so. Ja, zu denen gehe ich jetzt auch ganz bestimmt hin. Mhm. Ja, das... Ich kann es nicht fassen, dass ich tatsächlich einen Kampf überlebt habe und der Extreme dafür draufgegangen ist. Ich habe mich mutig geopfert. Aber ich kann echt nichts dafür. Ich muss dazu sagen, ich höre halt 1:1 auf den Extreme, ja? Und wenn der sagt, geh da rauf, geh da rauf, ja? Genau, genau. So, ich glaube, ich werde aber einfach mal diesen Steine abbauen. Ich brauche irgendwie, eigentlich hätte ich ja jetzt 11 Pfeile, aber wir brauchen wieder Pfeile. Ich habe nochmal alles jetzt aus unseren Kisten mitgenommen aus der ersten Insel. Dann haben wir das jetzt auch mal endgültig auf der anderen. Ja, jetzt wo du es erwähnst, klingt sogar logisch. Hätte ich auch machen können. Ja, das letzte Mal waren wir noch am Überlegen, brauchen wir alles oder nicht, aber ich würde sagen, ja, wir brauchen alles. Ja. Ja, das ist natürlich jetzt, also in dieser Aufnahmesession haben wir sehr viel erreicht. Ja, also würde ich auch mal sagen, also wir sind, uns macht keiner was in Produktivität vor, ja? Oh nein, jetzt auch noch Wölfe. Jedenfalls haben wir... Ein Bärenkampf gehabt. Wir wissen auf jeden Fall, Bären sind noch zu stark für uns. War sowieso. Ich bin einfach raufgegangen, war weg. Es sei denn, wir haben 60 Pfeile oder so. Dann kann man darüber reden. Ich habe auch das Gefühl, dass die Pfeile im Kampf sehr wenig Schaden machen. Ja, schon. Aber ich denke mal, die waren jetzt schon ausschlaggebend. Sonst hätten wir den jetzt nicht besiegt. Also, ja, das kann gut sein, aber so insgesamt, also eigentlich hätten ja die Pfeile eigentlich irgendwann auch mal reichen müssen, oder? Ja gut, ich hatte jetzt nicht so viele, ne? 11 Stück oder so. Was fehlt mir eigentlich gerade noch für Pfeile eigentlich? Flints wahrscheinlich. Nee, Flints hab ich. Primitive Flint Arrow. Oh nein. Ach so, Blocks fehlt mir. Oh nein. Nein. Wehe, du bringst Besuch mit. Nein, X-Wing. Wenn du das mitbringst, kannst du gleich wegbleiben. Das möchte ich nicht. Alles voller Gude. Bleib mit deinen Freunden draußen. Ja, ich will eigentlich jetzt gerade echt nur noch meine Leiche und erstmal in die Hütte. Das wäre ein Träumchen. Das sieht aber schön aus von Weitem, unsere Hütte da. So mit dem Feuer. Ja, den haben wir schon ganz gut hingesetzt. Alter, hier sind bestimmt 50 von diesen Guren, so hört sich das an. Davon mal abgesehen, dass wir keine Wahl hatten eigentlich beim Hinsetzen. Genau, wir waren ja unter gewissen Zugzwang. Och nee, jetzt ist hier einer mit einem Langschwert, da wo meine Leiche ist. Ist das dein Ernst? Ja, warte, ich logge ihn uns gleich weg. So, wo ist er denn? Da. Ich komme mal zu dir, ich logge ihn weg. Warte, das sind zwei. Warte, brauchst du nicht? Das sind zwei jetzt auf einmal. Warum da jetzt auf einmal zwei sind? Die kommen wahrscheinlich in der Nacht. Bleib weg. Halt, stopp. Eine Armlänge Abstand. Genau, ja. Okay, mit dem Hammer, den er da hat, glaube ich, überschreitet er auch diese Grenze. Er kommt auf mich zu. Langsam, furchteinflößend. Wandete er auf seinem Pfad auf den Sponti zu. Oh, ich hab keine Ahnung. Er schaute. Und Sponti schaute zurück.
So, ich habe den Kram jetzt einfach mal reingepackt und ich komme jetzt schnell nach Hause. Ja. Ich musste mich jetzt erstmal gerade ein bisschen über mein Inventar ordnen und so. Ja, warum sollte man auch weiter weg vom Skelett vorbeilaufen, Extreme? Ist doch nur so ein normaler Skelett. Ja, aber wo er ist, weißt du? Ah, du stellst dich an. Pussy. Ach, Home Sweet Home, ich bin wirklich sehr froh, wieder hier zu sein. Aber jetzt heißt es erstmal für mich, hier ein bisschen Ordnung im Inventar schaffen. Ordnung wäre mal eine Idee. Wir bräuchten langsam auch wieder Kisten. Ja, unter anderem. Was können wir denn mal gucken? Flint Axe, Stonehammer. Wooden Mace brauchen wir nicht. Wooden Shield. Ich könnte 2 Holzschilder mal machen. Okay, Damage-Reduktion von 5, das ist ja jetzt auch nicht das Wahre, ne? Nee, also dann ist Damage-Reduktion von 20 dann schon sinnvoll. Ach komm, mein Gott. Keine Zeit für dich jetzt hier. So, den hätten wir. Oh, unsere Workbench ist einfach mal weg, wo ich schon Sachen reingetan hatte. Das ist natürlich wunderschön. Ja, nett. Ja, hat das Spiel dann einfach mal entfernt. Ganz nett. Gut. Aber, weißt du was, die Workbench, die mache ich jetzt in dieser Folge noch, egal ob jetzt Nacht ist oder nicht. Dafür brauchen wir jetzt nur ein bisschen Holz, also Baumstämme. Die kriegen wir hin, dann haben wir wenigstens mal etwas Produktives getan und können dann auch dementsprechend hier auch Kisten etc. dann auch craften. So. Ja, Kisten wäre super. Vielleicht auch, wenn... Ach du Scheiße, das ist ein richtig heftiger Wag hinterm Haus. Das ist nicht so ein blauer, sondern einer, der so Stacheln am Rücken hat. Hinterm Felsen. Ich will sehen. Hinterm Felsen. Hallo? Hallo, kleiner Wag. Ja, ich brauche jetzt Baumstämme. Na, du Wag, hab ich dir schon gesagt, wie sehr ich dich mag? Ich versuche mal irgendwie gefahrlos Baumstämme zu besorgen. Ja, hier beim Wag sind welche. Ja, ja. Eben, deswegen lag die Betonung ja auch gefahrlos. Ach so. Ach genau, ich habe ja jetzt 2 Äxte. Dann kann ich das direkt mal zeigen, wenn ich hier mit 2 Äxten kloppe. Das macht einen erheblichen Unterschied. Naja, das Geile ist, bei mir haust du trotzdem mit einer Hand zu. Okay. Könnte zwar trotzdem schneller sein, aber es geht auf jeden Fall doppelt so schnell wie vorher. So. Ja, wir brauchen ja ein bisschen mehr, weil die Planken kosten. Ich glaube, da braucht man 4-mal Baumstämme für 2 Planken. Und 4 Planken brauchen wir. Na, ein bisschen was habe ich auch gleich dazu. Ich weiß ja nicht, wie viel du jetzt gerade brauchst. Ich mache noch einen Baum. Ich denke mal, dann dürfte das reichen. Ja, toll, jetzt sind hier Skelette auf dem Weg zu unserem Haus und die haben mich gesehen. Lock die ruhig mal weg. So, einer ist tot. Der andere kommt jetzt näher, das heißt, der hört dann auch nochmal auf die Mütze. Natürlich kommt er direkt zu mir. Fand ich gut. Ja. Ich hatte zwar überhaupt nichts mit dem Kampf in erster Linie zu tun, aber er kommt natürlich zu mir. Ja, so mache ich das immer. Eigentlich tue ich immer den Hass der Leute auf andere schwören. Richtig. Das ist so ein Ding von mir, weißt du? Das ist so my thing to be. Ich würde das jetzt wirklich als großen Erfolg abtun, wenn wir das jetzt schaffen hier. So, dann gucken wir mal. Planke, Woodplank. Und fertig. Yeah. Damit haben wir jetzt schon mal die Schmiedevorrichtung. Ich kann ja mal eben gucken.
für eine Kiste. Was jetzt natürlich nicht verkehrt wäre. Nein, da muss ich unter Craft. Die Wooden Chest. Für die Wooden Chest, da brauchen wir... Das habe ich sogar. Ich muss am Crafting Table sein. Gut, dass ich den gebaut habe. So. Craft. Ja, jetzt wird... Ist das dein Ernst? Hat er sie da hingestellt einfach? Ja. Das ist unfassbar. Ich glaube, das geht. Ah, das ist doch bescheuert. Weil ich einen Beutel habe. Ernt hab? Ja. Ich habe auch keinen leeren Beutel. Ich muss mal Werkzeuge irgendwie wegschmeißen. Ich werf mal hier Werkzeuge ins Meer. Ja, es ist auch der sogenannte große Werkzeugmeer. Richtig, wir machen was für die Umwelt. Wir halten die Meere sauber. Richtig. Wir packen ja praktisch tierisches Leder rein. Dadurch tun wir einfach auch dieses Meer einfach auch ein wenig mehr Leben geben. Aber ob jetzt bald da Fische rauskommen, wo wir gerade Köder auswerfen, das erfahren wir erst in der nächsten Folge und zwar in 2 Tagen wieder. Wir haben sehr viel Effektives heute geschafft. Wir haben eine ganze Workbench gebaut. Ja. Und einen Bär erledigt. Das möchte ich nochmal ganz stark betonen. Wir haben einen Bär erledigt. Und wenn es euch auch gefallen hat, hier zu schauen, dann schaut doch gerne bei Extreme vorbei. Der Link zu seinem Kanal natürlich unten in der Folge drinne. Wir freuen uns darauf, wenn ihr wiederkommen würdet. Lasst einen Daumen da. Und bis dahin, zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao.